United Icon, erstes Gruppenspiel gegen Chania Wolk. Au! Ha! Wie wir den jetzt gerissen haben. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren United Icon Video. Zu einem weiteren, alles klar. Zu einem weiteren natürlich. Heute steht das erste Gruppenspiel gegen Chania Wolk an. Was geht ab? Hier ist euer Chania Wolk. Hi! Chania und ich sind im wahren Leben auch echte Freunde. Also keine YouTube-Kollegen oder Bipapo, keine Ahnung. Also ein richtiges Brüderduell. Bevor wir auf Chania eingehen, gehen wir kurz nochmal auf mein Team an. Und zwar habe ich ein bisschen gefehlt in meiner 5. Folge. Einigen von euch ist es aufgefallen. Ich habe im ersten Spiel 10-2 gewonnen. Aber ich, Mathematik-Genie, der sogar einen Taschenrechner verwendet hat sich unabsichtlich die Gegentore plus gerechnet. Das heißt, ich hatte am Ende nicht 570.000 Coins, sondern 510.000 Coins, genau. Daraus resultierten zwei Probleme. Problem 1. Ich habe UCL Sergio Ramos gestellt. Und den hatte ich auch tatsächlich für 410.000 gekauft. Aber er ist auf dem nächsten Tag auf 500.000 gestiegen. Und dann habe ich mir gedacht, fuck my life. Ich muss den verkaufen. Innerhalb weniger Stunden 90.000 Gewinn gemacht. Mega, mega gut. Dann habe ich aber noch ein paar Tage zugewartet, aber ich habe keinen günstigeren als 440.000 gesehen oder gefunden. Wenn ich euch den jetzt gezeigt hätte, dann hätte es wieder geheißen, yo Lügner, bla bla bla, hin und her. In der heutigen Zeit muss man ja leider Gottes alles beweisen und ich hatte echt keine Lust auf negative Vibes, deswegen habe ich mich selbst quasi geupgradet und habe mich letztendlich dann für den normalen Ramos entschieden, der aber auch sehr, sehr solide ist, der aber auch in meinem Main-Team spielt, also nicht den, aufgrund dessen, dass ich den UCL hatte, habe ich dann den verkauft und dann habe ich das alles wieder rückgängig machen müssen. Habe mir Ramos dann, glaube ich, sogar überteuert gekauft. Und dann war das harte Überlegen, Leute. Das war echt hart für mich, weil ich die SBC-Karte von Juan Fran schon ewig viel gespielt habe. 405 Spiele hatte. Er spielt auch in meinem Main-Team. Aber wie gesagt, ich war ziemlich am Struggeln. Soll ich jetzt eine Spiele Off-Camp spielen oder soll ich zwei Spiele Off-Camp spielen? Und dann, ja, keine Ahnung. Ich habe dann eher auf die Optik geachtet, beziehungsweise dann letztendlich doch auf die Chemie geguckt. Und habe mich dann doch für Cancelo entschieden. Der jetzt 17 Spiele hat, Tor und Vorlage. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, irgendwie wären wir dann doch Juan Fran lieber gewesen. Aber trotz allem kann ja noch einiges passieren. Es kann ja sogar sein, dass der noch einen Inform bekommt in der Teambuilding- oder Gruppenphasenzeit. Und optisch sieht dieses Team mega, mega nice aus. Ich werde dann noch den Position Change machen. Darauf darf ich nicht vergessen. Aber viele Kartentypen, zwei UCL, ein Monster Watch, eine Icon und dann auch den Player of the Month. Für mich mit die beste Innenverteidigung, Außenverteidigung. Lässt sich streiten, aber dennoch finde ich, ist es ein sehr, sehr solides Team. Und jetzt kommen wir kurz noch zu meinem Gruppengegner Chania. Das Rückspiel müsst ihr dann unbedingt auschecken, ist ganz, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Abonniert den Bra auch, er hat es wirklich verdient. Ich bin sehr, sehr froh, dass er nachgerückt ist. Es ist sein erstes Turnier, ich kann eigentlich direkt in ihn hineinschauen. Er wird sowas von nervös sein. Ich bin auch immer noch nervös, obwohl es jetzt schon, glaube ich, mein drittes großes Turnier ist. Aber man, dieses Turnierfeeling ist einfach anders. Und no disrespect auf jeden Fall an dich, Chania. Hätte ich ihn letztes Jahr in die Gruppe reinbekommen, dann hätte ich mich sowas von gefreut, weil Chania hat das letzte Mal vor einem Jahr gegen mich gewonnen. Kostet der? Der kostet 310.000 Coins. Danke. Okay, Leute, ich verabschiede mich von diesem Video. Scheißdreck, ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Und dann hätte ich mir gedacht, also wie gesagt, no disrespect, da hätte ich mir gedacht, 6 Punkte, den nehme ich mit. FIFA 19 sieht das Ganze allerdings anders aus. Er hat jetzt endlich mal die Elite erreicht, das erste Mal die Elite erreicht. Das heißt, er wird ein ziemlich harter Brocken werden. Und wer meinen Stream vorhin gesehen hat, ich habe gedacht, okay, United Trainingslager noch vor der Aufnahme. Es ist mir noch nie passiert in meinen 1-2 Jahren, wo ich jetzt streame. Ich habe noch nie in meinem Leben 3 Spiele hintereinander verloren, aber dieser Patch, seit diesem Patch bin ich komplett lost. 3 Spiele hintereinander verloren ist kein gutes Omen. Das werden richtige Schwitzerspiele werden, aber ich peile diese 6 Punkte an. Ich werde wirklich alles geben, Leute, und ich hoffe, ihr werdet auch alles geben. Gebt den Daumen nach oben, wünscht mir sehr, sehr viel Glück, aber natürlich, Chania, auch dir viel Glück bei deinem allerersten Gruppenspiel, bei deinem allerersten großen Turnier. Ich lade ihn jetzt ein, Spannung steigt, aber ich muss noch schnell mein Outfit wechseln. Let's go! So, Leute, hier ist er, unser kleiner Wolf, Chania, United Trese. Also, ihr wisst ja, er hat Trese G. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Gegen meinen Freund Chania, richtiges Bruderduell. Ihr könnt jetzt nochmal sein Team anschauen. Sehr, sehr geil, sehr, sehr stark. Alter, Manolas, Chesney, Sané, auch off-cam.
CSG, Hazard, Fabinho, UCL, Matuidi. Wie gesagt, das wird ein heftiger Kampf, heftiges Spiel. Es ist das erste Mal jetzt dieses Jahr, dass ich gegen ihn spielen werde. Wünsch mir nur das Beste, aber auch Shen, ich wünsche dir nur das Beste. Es ist dein erstes großes Turnier. Wir sehen uns jetzt. Let's go. Er macht's richtig gut, Leute. Also er spielt sehr, sehr abwartend, aber er weiß einfach, wie ich spiele. Das ist ein sehr abwartendes Spiel, Leute. Keiner gibt sich irgendwie Platz oder sonstiges. Shenya steht hinten sowas von stabil. Macht eigentlich nur das Nötigste, hier mir den Ball abzunehmen. Und ja, wow, wird sehr, sehr wenig passieren. Hier kommt Hazard, Leute. Was macht er? Strong Pass rein. Glück gehabt. Stark. Alter! Alter! Also seit dem Patch, ich habe so Schwierigkeiten, das muss ich euch echt sagen. War abseits. So heftig ich den Time Finish in der Building-Folge getroffen habe, so schlecht treffe ich ihn jetzt. Nämlich gar nicht. Könnte das meine Chance sein? Nein! Stark. Ja, nein! Komm, komm! Komm, Mann! Braucht das Tor. Jetzt habe ich ihn endlich getroffen, Pfosten. Okay, Leute, erste Halbzeit. Ein Schuss aufs Tor habe ich geschafft. Shenya 0, trotzdem 3 Schüsse, zumindest ist abgefeuert. Trotzdem, der eine Pfostenschuss ist so wichtig, jetzt dieses eine Tor zu schießen. Ich finde es so schade, dass der Patch ausgerechnet jetzt kommen muss. Ich muss mich echt ausheulen bei euch. Aber trotz allem, ich habe sogar umgestellt auf 4-2-3-1. Ich bin ein bisschen sicherer. Wir spielten Shenya auch 4-2-3-1. Also, let's go, zweite Halbzeit. Es müssen 3 Punkte her. Mann! Ja, Alter! Leute, bitte! Ein Tor! Mann! Der letzte Pass. Leute, es ist. Ich schaff kein Tor. Ei. Endlich! 1-0 Sadio Mané. Dieser Spieler, der Off-Cam ist, der einzige Spieler. Endlich so viele Versuche. Shenya hat im zweiten Halbzeit keinen Zug mehr zum Tor. Mann, Gott sei Dank, aber er ist trotzdem richtig stark, muss ich echt sagen. Jetzt heißt es weitermachen. 20 Minuten bis zu den 3 Punkten. Nee, das kann nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Diesen Ball hätte er niemals haben dürfen, Leute. Niemals. Stark. Ja, Foul, Abseits, nein! Ach, das wäre so wichtig gewesen. Es ist vorbei. 1-0, aber hey, ist egal. Wir haben ein Tor geschossen, wir haben die 3 Punkte bekommen. Das erste Gruppenspiel, es war echt ein Schweizerspiel, aber ich muss einer sagen, Shenya, Habibi, du bist mega gut geworden. Mega, mega gut. Fetten Respekt, fettes Chichi in die Kommentare. Es hätte auch anders ausgehen können. Ich habe wirklich viele Fehler gemacht und ich bin heute wirklich fehleranfällig. Also alle, die meinen Stream gesehen haben, ich habe 3 Spiele im Stream gleich direkt hintereinander verloren. 1-0 Sadio Mané, ich habe schon gesagt, der einzige Spieler, der Off-Cam ist. 3 Punkte, ich bin übelst froh. Schauen wir noch mal ganz kurz die Statistik. Schauen wir mal. Ja, also Shenya hat noch 2 Schüsse aufs Tor geschafft. Die Partie, also die zweite Halbzeit, hat er ehrlich gesagt schon mir gehört. Trotz allem, ich habe schon angesprochen. GG, mein Lieber, hast du sehr, sehr gut gemacht. Abonniert Shenya, gib diesem Video einen Daumen nach oben. Ihr müsst jetzt sowieso zu Shenya rübergehen. Supportet ihn einfach. Ich hoffe, ihr supportet auch dieses jetzige Video. Bei diesen Turnieren, ich weiß nicht, ich bin da immer so krank, emotional mit dem Herzen dabei. Leidenschaft ohne Ende. Und einer sage ich euch,
Shenya ist genauso. Er ist ein herzensguter Mensch, also checkt ihn unbedingt aus. Ich bin froh, dass das erste Spiel jetzt vorbei ist, aber hey, es kommt jetzt noch ein zweites Spiel. Da muss ich alles geben. Ich hau mir dann privat Epic Music rein. Und Shenya hat mir gerade geschrieben, GG mit Herz, Herz, Herz. Also nichts zu meckern, nichts sonstiges. Das wollte ich euch auf dem Weg auch noch mitgeben. Also checkt Shenya aus. Link, erste Videobeschreibung, kommt ihr zum Rückspiel, also Spiel Nummer 2 quasi. Und ich muss halt aus meiner Sicht sagen, ich hoffe, dass da auch 3 Punkte für mich rauskommen. Bin super erleichtert. Das zweite Gruppenspiel ist dann gegen Benji, gegen Nohand Gaming am 4.12. Und ja, wie gesagt, ich muss mich erst nochmal wiederholen. Abonniert Shenya, supportet Shenya, herzensguter Mensch. Ich bin so froh, dass ich ihn kenne. Er ist nicht nur ein YouTube-Kollege, er ist auch ein Real-Life-Freund von mir geworden. Ich wünsche euch alles Gute, Leute. Ciao.